So, und da sind wir wieder bei Minecraft, wo alles rumleckt. Wir brauchen noch eine Enderperle. Wir gehen eh erst ins... Der Zombie hat eine Essensschaufel gedroppt. Wir gehen eh erst ins... Kannst du mir geben? Ich bin hier gerade eben mit der Eisenschaufel dran. Wir gehen eh erst ins End, wenn es bei mir wieder vernünftig funktioniert und er dabei ist. Ja, aber aufmachen kann ich's. Ich habe keine Ahnung, wo die Schaufel hin ist. Ich habe die weggeschmissen, als ich die bekommen habe. Wo hast du die hingeschmissen? Wo hast du die bekommen? Irgendwie in dieser Grube. Wo ist das? Westlich des Dorfs. In dieser komischen Grube. Hier sind jetzt ganz viele Zombies schon wieder. Ich sehe dich da hinten rumhampeln. Das ist eine Switch. Switch. Eine Switch. Ist noch Switch reloaded. Habe ich mir nie angeguckt. Ja, das ist. Das war auch so eine komische, versteckte Kamera-Scheiße, oder? Nein. Oder war das das mit den komischen Clips? Das war mit den Verarschen von irgendwelchen Formaten, die ProSieben hat oder sonstigen Serien. Okay, also das mit den komischen Clips. Das waren nicht wirklich Clips. Ja, wie man sieht, habe ich es mir auch nicht angesehen. Das mit den komischen Clips war wahrscheinlich Ups, die Pannenshow. Mit Danny Klose. Gibt's den noch? Wenn nicht, wenn schon, kann ich das ändern. Mit immer den tollen Fragen, ist dies in meiner Hand ein Baseballschläger oder ein Bügelbrett? Oder ein Nintendo-Schläger was? Nintendo-Schläger. Tennis-Schläger. Dennis, der Schläger. Wo sind Endermen? Wo sind Endermen? Wo sind Endermen? Dir folgt ein Zombie mit einer Eisenschaufel. Hä? Ja, die ist. Bei mir hat er keine Eisenschaufel. Doch, dir ist einer gefolgt mit Eisenschaufel. Jetzt ist der bei mir. Da hat gerade ein Creeper und eine Witch in die Luft gesprungen. Die Witch hat einen Instant Health Trank gedroppt. Question, 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 Christian. Christian, bist du ein Christian? Christian oder ein Christian, Christian. Das ist die einzige Religion, die man haben kann, ne? Bist du ein Christian oder bist du ein Christian? Bist du ein Christian, Christian jetzt eigentlich oder eher ein Typen Ketzer, anspielen. Hallo Zombie Villager. Habe ich eben auch gesehen. Brauchen wir aber nicht mehr. Ja. Das einzige, was wir brauchen, sind Betten. Viele Betten. Und Chips. Christian Bale. Und Bier. Christian Bale. Wer war das überhaupt? Lebt er noch? Ja, Batman. Du meinst Adam West. Nein, Batman. Adam West ist der einzige Batman von Relevanz. Nein, und du hast ja noch nie was davon angesehen. Doch, Adam West Batman. Und zwar einen kurzen Clip davon, wo er Anti-Hairspray in seinem Helikopter hat. Anti-Hairspray. Hairspray. Sprüht das auf irgendwen drauf, hat er keine Haare mehr. Anti-Highspray, ich spiele das auf den Japaner. Könnte nicht mehr ja sagen.
schön, wie immer wieder Zombies unter dem Eis gefangen werden und dann zu Ground werden. Deswegen nennt man's Packeis. Nee, das ist normales Eis. Wie ist der Creeper da reingekommen? Oh man! Nansekai, Nanankai. Es wird schon wieder Tag und mir fehlt eine fucking Enderperle. Ist noch nicht Tag. Jetzt wird's Tag. Es wird. Habe ich doch gesagt. Nö, ist jetzt schon wieder Tag. Ich hab gesagt, es wird schon wieder. Hat sich sogar fast wie eine Frage angehört. Warum ist jetzt eigentlich immer die Laufgeräusch von Mobs immer so, als wenn da gerade ein Schleim springt? I'm not gonna make it. Da, 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 da. Warum hast du das bei dir drin? Warum nicht? Weil du mit dem Anime halt wirklich nichts zu tun hast. Doch. Ich habe mir den angesehen. Hast du nicht? Das ist Death Parade. Nö. Doch. Nö. Doch. Rumschreien der Dekim. Brennende Leute. Hast du auf mich geschossen oder war der das? Das war der. Er kann gut zielen. Wenn ich das wieder mit dem Fall brenne. Dann hätte er getroffen. Okay, Jumpscare Villager. Hä? Der ist gerade durch die Wand zu mir gekommen. Wenn der aus dem Bett aufsteht, kommt er einfach aus dem Haus geflogen. Gut. Hauf. Ich haben. Dich drückt gerade ein Villager rein. Okay, jetzt nicht mehr. Ich tu mein Buch mal hier rein, ne? Ja. Ich denke mal eh nicht, dass du das haben willst, was ja was Besseres. Lass es jetzt endlich mal sein damit. Ist hier schon wieder ein Spinnenauge. Die Spinne ist verbrannt. Ich das weggeschmissen hab. Die Spinne ist einfach verbrannt, ja. Ich meine, wenn ich die mit einem Pfeil abgeschossen habe? Nee, selbst dann nicht. Weißt du, ich muss dir mal was sagen, was heute früh um 4 Uhr morgens bei uns in der Dusche saß. Eine riesige Spinne. Ein Grashüpfer. Ach, Die lassen immer die Fenster offen. Was? Aus irgendeinem Grund. Wieso baut der Gras an? Hüpfer. Gute Antwort. So oder eins. Wieso baut ein der junger Hüpfer. God damn it. P
RPG oder eins? Traumschiff Surprise. Traumschiff. Hat doch gesagt. Raumschiff Surprise. Wow, der Kartograf will 7 Smaragde für eine Karte. Gut. Warum? Weil er ein Arschloch ist. Wofür gibt er dir Smaragde? Für 24 Papier. Weil das ist jetzt nicht schwierig, das ist wirklich easy. Ich habe mir eine Steinschaufel von dem einen Typen gekauft. Wow. Cool Smith. Warum? Damit der schneller dran ist, dass er neue Sachen verkauft. Ich fände es besser, wenn Smaragde nicht irgendwie... Also wenn man dafür extra eine Geldbörse hätte. Ja. Aber dann kann man die natürlich auch nicht mehr verkraften. Eventuell sollte man dann vielleicht echt irgendwas machen als Währung, eine vernünftige. So Goldmünzen, die du auch aus Gold machen könntest. Ja. Ich würde es wirklich begrüßen, wenn ich nicht immer wieder zurückgesetzt werden würde. Now it's time to say goodbye! Is it that? Creeper. Amen. Ich baue hier nur in Ruhe und er macht hier wieder alles kaputt. Fick dich. Wer hat dir erlaubt zu existieren? Günther. Günther nicht, nein. Aber wenn sich Günther ist, wer dann? Günther hätte gewollt, dass das Viech stirbt. Ja, deswegen hat das er erschaffen. Er will das Leiden sehen. Warum hast du mir keine Hände gegeben? Ja, weiß ich doch nicht. Ich will nicht Leiden sehen. Weiß ich doch nicht. Ja, hm. Ja, hm. Du Zombie bist und der so einfach so denkst, ja, Sonnenlicht ist jetzt nicht so toll für mich, aber das Fleisch, das will ich haben. Good job. Allzu weit weg sollten die ja eigentlich auch gehen, oder? Was? Der Toolsmith verkauft jetzt einen Smaragd für 4 Eisen. Das ist ein guter Deal. Und für 35 Smaragde eine Glocke. Also. Ja, ich habe gerade irgendwie 10 Diamanten. Genau. 10
Smaragd auf den verwendet und mir eine 10 Schaufeln gekauft. Auf Stein. Da hat jemand gut investiert. Ich meine, habe ich wirklich. Ja, diese ganzen Schaufeln, da wird man viel mit anfangen können. Nee, ich meine, das kann ich Essen verkaufen. Für eine Glocke. Singen an dir, Klaus singen an dir. Nee. Können wir auch hier bald irgendwann mal anfangen, Wege zu bauen. Gandalf. 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 Auf nach Gandalf. Gandalf, Bombli und Tirin. Bombli. Wer war denn dein Lieblingszwerg? Warum sollte ich wissen, wie man die auseinanderhalten soll? Und warum fragst du mich das immer? Der hat man der Gebärte. Nee, vom Namen her. Also ich kenne Bombur, der war fett. Ja, das weiß ich noch. Thorin, der war dämlich. Und ein König. Dämlicher König. Denn wer Satan. Dämlich ist auch König. Happy? Satan. Vor allem Happy. Seppel. Jochen. Nein, ich meinte jetzt den... Wenn du schon mit Happy ankommst, dann komme ich mit Zeppel an. Led Zeppelin. Nein, der heißt Zeppel. Kasperl. Kasperl. Jetzt verkauft er noch dazu 29 oder 38, keine Ahnung. Jetzt bei mir verkauft er für 29 anscheinend. Flint für einen Emerald und 17 Emeralds für eine Spitzhacke. Hat sich 2010. Ich glaube, sobald ich hier die Mauer mal rumgezogen habe, haben sie genügend Platz. Dann kann ich hier richtig viele Häuser reinsetzen und vernünftige Häuser auch. Warum hast du dich da gerade durch mich durchgeportet? Was? Da ist gerade dein Name durch mich durchgeflogen. Ich bin mit dem Boot unterwegs gewesen. Du bist eben ganz, ganz schnell durch mich durch. Ja, mit dem Boot. Über die über das normale Land. Nee, übers Eis. Übers Land, übers Meer. Lauert eine Herde. Winnie-Pooh-Bär. Welche schwere Gebärde. Aus irgendeinem Grund macht er den Kürbis hier immer kaputt. Wohl hier an dem Licht. Kipatowski! Geht so der Song? Kipatowski! Oder nicht? Pff.
Es wird Nacht. Und es ist Nacht. Dieses Bett ist belegt. Ja, du wolltest ja nicht pennen. Warum hat der Typ so eine hässliche Kappe auf? Guck dir den mal an. Shepard. Er will braune Wolle. Wofür ist der denn Schäfer? Webstuhl. Hä? Ich hab grad von außen was? Aus dem Haus auf dich geguckt, wie du aus dem Haus gegangen bist, und dann war ich plötzlich im Haus und das Haus war zu. Gut. Wieso ist der Toolsmith beim Dings? Beim Webstuhl? Weil ich den Webstuhl da reingetan habe. Ja, lebe! Jetzt hab ich die Schere natürlich wieder nicht mehr. And we're in China. Coming naked every day. Könnte eigentlich auch mal abseits von der Mauer ein bisschen Licht hinsetzen. Ja, doch eine Schere. Was soll denn das? Ich hoffe, mich wegzuschieben. Da kommt ein Typ an. Ja, kümmere dich doch wenigstens um den. Nee. Schon lange nicht mehr zu Hause. Jetzt kommt von hinten einer an. Warum müssen die einen immer auf 5000 Meter Entfernung sehen? Weil das scheißt so ein bisschen. Früher waren die besser. Da hattest du wenigstens deine Ruhe. Früher waren die wenigstens noch nicht intelligent, du weißt schon, so wie Zombies sein sollten. Also nicht intelligent. Es sind die so intelligenter als so mancher Twitter-User. Ja, früher war das besser, da sind die immer einfach irgendwo runtergefallen. Ja. Aber jetzt sind die Dorfbewohner dämlich und fallen irgendwo runter. Das ist doch mal gebalanced. Dass das, was tatsächlich lebt, dümmer ist als das, was tot ist. Sollte man sich doch Gedanken machen, warum das überhaupt gestorben ist. Natürlich ist da noch ein Creeper. Ich will da einfach weiterbauen, aber kann ich nicht, wenn der die ganze Zeit da rumhängt.
Schön, dass du deine Boote immer liegen lässt. Eine zum Putzen, eine zum Benutzen. Das kennst du auch selber gar nicht. Ja. Fick dich. So. Der findet den Tausch wohl gut. Hast du da gerade weggemacht? Wow! Guter Deal! Der verkauft jetzt für einen Diamanten einen Emerald! Was soll das? Auf mich zu schießen, Junge. Aber der verkauft jetzt für 14 Emeralds eine Unbreaking 1 Diamant-Axt. Wow! Ich habe mir eine gekauft. Ich sehe nicht, warum ich das tun sollte. Damit er neue Sachen besser bekommt. Oh, das war Teamplay. Lass dich drücken, Junge. Ich habe gerade mit einem Skelett zusammen einen Zombie umgebracht. Gut. Rau. Ist er jetzt eine Katze oder was? Hallo? Wer ist ein männlicher weiblicher Hirsch? Reh. Gut. Cold Mirror ist super. Kalter Spiegel. Daraus könnte man bestimmt auch einen Rammstein-Song machen. Ja. Die Katze schlägt. Nein, das andere. In mein Gesicht. Ein heißer Schrei. Spiegelfrei. Spiegelei. Ist hier, ich habe auf den Dings mitgehen lassen. Im Bett. Ja, dann tu es wieder zurück. Ja, tue ich. Wir brauchen viele jetzt Betten. Ein Dorf ist einfach so ein Hochhaus. Das ist doch mal eine Idee. Gut, dass da ein Creeper drin ist. Im Dingens? Ja. Warum? Hab ihn beseitigt. Wie kommen die da immer rein? Das ist komplett ausgeleuchtet. Ja. Yeah, boy. Das ist echt eine Herausforderung, da mit einem Boot einmal komplett rumzufahren, ohne in irgendwelche Lücken zu fallen. Ich werde auch noch auf der anderen Seite von der Mauer einen Eingang hier reinbauen. Warum? Ich sehe gerade, wie viel dir da folgen. Es ist unmöglich, da von einer Seite zur anderen zu kommen. Wenn du mir helfen willst, du kannst mal weiter oben auf dem Hügel die Creeper explodieren lassen. Weil dann ist direkt der Dirt schon mal dort weg. Welche Creeper? Hier sind drei Creeper. Ich esse schon wieder unendlich.
Gut. Gut, dass das klappt. Zeitüberschreitung. Hallo? Hallo. Geht es Ihnen? Okay, ich habe jetzt die zwei Creeper explodieren lassen und ich habe keine Ahnung, welche Hügel du meinst. Ich meine oben auf dem, auf der Anhöhe. Wir wollen das alles auf dieser einen Ebene haben. Ich habe keine Items mehr. Okay. Mir geht erst Game. Eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote Host geschlossen. Anmelden, verschlüsseln, Landschaft wird geladen. Kriege ich jetzt meine Items wieder oder haben die mir die komplett genommen? Bei mir stehst du da ein Schild. Und du bist wieder rausgeflogen. Die lassen mich rein und werfen mich direkt dann raus. Gut. Wie lange ist die Aufnahme? Kann ich gleich gucken. Der sagt hier immer nur, eine vorhandene Verbindung wurde vom Remote Host geschlossen. Gut. Join the game. Ich sehe dich da auch rumstehen. Hör auf, mir weh zu tun. Ich bin gleich tot. Warum? Ich bin einfach drin gewesen, hatte nur noch die Hälfte vom Leben. Warum? Keine Ahnung. Ich kann übrigens immer noch nicht schneller abbauen. Ich schon. Wofür braucht man bitte eine Diamantenschaufel? Weißt du, wie satisfying das ist, wenn die erstmal so Effizienz 4 oder so hat? Nein, oder 3? Ich will's auch nicht wissen. Ich brauch's nämlich nicht. Ist nämlich eh nicht so, als wenn das schwierig wäre, das abzubauen. Ist nicht schwierig, aber nervig. Dreimal Darm. Wenn es um schwierig ging, dann würde ich durchgehend nur Dings Eisen Equip haben, außer vielleicht Rüstung. Das ist gerade ein Enderman. Was habe ich da gehört? Nicht Watt, sondern Volt. Volt habe ich da gehört. Also ich mache die Mauer auf jeden Fall so weit, dass wir die direkt von unserem Haus aus sehen können. Okay. Und da dann auch mal einfach vorbeischneiden können. Da können wir dann auch wieder eine Dingens rüberbauen. Kannst du wieder dein Baugeschick zeigen?
Wenn wir dann gar nichts zu tun haben, bauen wir hier einfach immer nur noch Häuser. Müssen wir zu dem anderen Dorf hinlaufen und alle umbringen. Einfach nur, weil wir hier jetzt direkt neben uns eins haben. Wieso? Geben wir uns nichts. Ja, eben, weil wir die jetzt demütigen wollen, weil die uns gar keinen Nutzen mehr sind. Nee. Doch. Die haben Nutzen. Nicht mehr, wenn wir hier alles voll mit Dorfbewohnern Handeln. Haben. Handeln. Ja, pass mal auf. Ich plan hier Großes. Da will ich dir was zeigen. Was willst du mir denn zeigen? Hör auf, mir die Blöcke wieder kaputt an. Zu machen. Was soll ich da sehen? Der Mantake, verzaubert. Das ist nutzlos. Also, nicht mit dir, mein Schaufel. Er würde dir da wahrscheinlich widersprechen, aber ich nicht. Ich meine, ich finde es auch nicht direkt nutzlos, wenn man viel farmt, aber... Das Einzige, wozu die Hacke gut ist, ist Rechtsklick und das war's. Was ändert das, wenn du die verzauberst? Sie bleibt länger haltbar. Siehst du? Und das bringt dir halt nichts. Doch, sie bleibt länger haltbar, heißt, man kann sie öfter benutzen. Aber die normale geht schon kaum kaputt. Siehst du mal, kann man sie noch länger benutzen. Sollst du sagen, du hast sowieso schon 1000 Schuss für irgendein Gewehr. Wieso nimmst du nochmal 100 Schuss mit? Nein, im Endeffekt ist das einfach nur, ja, du hast da die ganze Zeit einen Inventarplatz, der verbraucht wird. Das war's. Aber nicht verschwendet. Verbraucht, aber nicht verschwendet. Ja. Ist auch so ein toller Spruch, den du zu einem Menschen sagen kannst. Den man über einen Menschen verwenden kann. Du bist verbraucht, aber nicht verschwendet. Einfach zu einer Burger hingehen. Du bist verbraucht, aber nicht verschwendet. Das wird ein gutes Dorf. Überhaupt nicht zu groß. Muss das heute eigentlich so scheiße sein? Ja. Wie lange ist jetzt die Aufnahme schon? Ich will jetzt noch eben hier durch. Ah, die ist schon 40. Ich möchte hier aber noch durch. Hä? Ah! Wurde gerade 5000 Blöcke zurückgesetzt. Geil. Ich habe gesehen, wie die sich auf- und abgebaut haben.
war schlimm, sowas. Danke, Nitrado. Nitrado. Ich meine, mit mir geht's gut, aber... Bei mir wird immer ein Stein hier abgebaut, nur um den wieder anzubauen, um den wieder abzubauen, um den wieder anzubauen. Spring halt nicht. Ich sehe, was du da hinten machst. Da musst du Auto-Champ anschalten. Da muss jemand besonderer her. Ich hätte jetzt gedacht, du sinkst es weiter. Hä? Für mich und dich ist das zu schwer. Nicht. Wir brauchen dafür einen Speer. Einen unserer Helden. Und dann holen die irgend so einen Feuerwehrmann. Oder irgendwer, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Also ein Feuerwehrmann. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie das heißt, aber es war dämlich. Weil es war im Grunde ähnlich wie Lazy Town aufgebaut, dass du immer irgendwelche Songs da drin hattest. Aber es war immer derselbe Song, nur mit anderem Text. Gut. Was soll das sein? Ja. Ich könnte gern gleich nachgucken nach der Aufnahme. Das war auf jeden Fall was von Disney. Ich meine, die haben noch nie was Gutes gemacht. Sag ich als jemand, der noch keine Filme gesehen hat, außer nicht. Prince of Persia. Wieso ist der Prince of Persia Film eigentlich von Disney? Weil die Rechte dafür geholt haben. So, wollen die Folge beenden. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, das wäre es für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn ich hier die Stadt aus dem Dorf mache. Adios. Ciao.